Ja, herzlich willkommen zum achten Teil der Vorlesungsreihe Freie Software in Studium und Beruf im Wintersemester 2021-22. Und heute wollen wir einmal etwas relativ Praxisnahes und zugleich Praxisfernes machen, denn bei Adressverwaltung werden Sie sagen, naja, das machen wir doch auf dem Smartphone, Herr Dings. Sie sind ja sowas von 1900er Jahre. Ah, da haben Sie auch recht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Situationen, da braucht man Adressen im Computer gespeichert, um mit ihnen arbeiten zu können. Wir können mit Calc eine Datenbank anlegen, das ist gar nicht so schwierig. Es gibt ein ausgesprochenes Datenbankmanagementsystem in Calc. Wir rufen mal direkt den Calc auf, die Tabellenkalkulation. Mit der wollen wir aber nicht umgehen, die ist hakelig und die brauchen wir auch gar nicht. Was wir brauchen, ist eine sogenannte, ja, die Informatiker sagen, Flatfield-Datenbank. Eine Datenbank besteht aus gewissen Feldern, die eine bestimmte Information enthalten, zum Beispiel einen Namen. Name könnte ein Feld sein, Vorname könnte ein anderes Feld sein. Bei einer Adressdatenbank liegt das jetzt ja nahe, nicht? Und ein weiteres Feld könnte sein Straße und Hausnummer. Ich nenne es jetzt einfach mal nur Straße. Hausnummer sollte man eigentlich, ja, soll man die trennen? Da sind die Meinungen verschieden. Und dann das nächste ist Postleitzahl und Ort. Da trennen wir das mal. Postleitzahl kürze ich mal PLZ ab. Und Ort kürze ich mal Ort ab. Ja, da gibt es nicht viel abzukürzen. Und dann hätten wir schon das Gerüst für eine schöne Flatfield-Adressdatenbank. Wir würden jetzt hier mal, das sind Datenfelder, wie gesagt, Felder sind so, ja, Spalten mit einer bestimmten Eigenschaft. Die Eigenschaft, ein Ort zu sein, ist eine andere, als die eine Postleitzahl zu sein. Eine Postleitzahl könnte im Grunde ein numerischer Wert sein. Ja? Und deswegen ist dieses eine sogenannte Flatfield-Datenbank. Die großen Datenbanken, also wenn Sie jetzt bei Amazon oder sonst wo, ich will jetzt eigentlich keine Reklame machen, was einkaufen, dann wird bei Ihnen irgendwie im Hintergrund ein Datensatz abgerechnet. Und da steht Kundennummer, Produktnummer, Preiskategorienummer, Kundenqualitätsnummer, keine Ahnung, lauter Nummern. Und diese Nummern führen Sie dann in eine andere Tabelle. Das nennt man jetzt ja einfach Tabelle, wie Sie sich denken können. In der Tabelle steht dann, da hat jemand die Kundennummer 42 und der heißt, ja, was weiß ich, wie heißt denn der? Dieter Bohlen beispielsweise. Bohlen, Dieter, ne? Und der hat das Produkt 42 gekauft. Das Produkt 42 ist Deodorant, ich weiß nicht was, oder irgendwas Beliebiges. Und dann werden diese Datenbanken, oder Postleitzahl ist ein gutes Beispiel. Der Herr Bohlen hat die Postleitzahl 47111. Und jetzt könnten Sie eine zweite Tabelle aufmachen. Da stehen Postleitzahlen und Orte. Das heißt, hier würde dann in unserer Tabelle hier der Ort gar nicht mehr gespeichert. Die Postleitzahl würde sagen, den Ort kannst du herausbekommen, indem du einfach in der Ort-Tabelle unter der Postleitzahl nachschlägst. Das ist Datensparsamkeit. So wenig Daten wie möglich, wenn man in eine Ziffer etwas kodieren kann, nämlich den ganzen Ort und vielleicht noch andere Informationen über den Ort. Gibt es dort ein Spaßbad oder liegt das im Gebirge oder am Strand oder wo überhaupt liegt es? Dann müssen Sie nur den Verweis auf die Tabelle machen. Das nennt man eine relationale Datenbank. Nur so als kleiner Aufflug in die Informatik. Unser Leben besteht zum großen Teil aus relationalen Datenbanken, auch wenn wir das gar nicht wissen. Das hier ist keine relationale Datenbank. Wir speichern jetzt zu jedem Ort wieder, ja, wo lebt er denn da, der Dieter Bohlen? Ich nenne das jetzt einfach mal Mallorca. Und dann gibt es noch, na, vielleicht irgendein Radprofi, Ulrich Jahn, lebt er in Mallorca? Der lebt auch in 47111 Mallorca, nicht? Und da sehen Sie schon, jetzt haben wir Mallorca hier zweimal hingeschrieben, das ist ziemlich teuer, also datenbanktechnisch, nicht? Hier die Zahl, da hätten wir eine Tabelle, wo stehen Postleitzahl, Ort, das wäre eine relationale Datenbank. So, aber das interessiert uns jetzt gar nicht. Wo wohnt denn der Bohlen? Der wohnt am Ballermann. Das wussten wir schon mal, nicht? 42. Kam, glaube ich, schon mal dran, Herr Bohlen. Oh, es ist schade, dass man das hier nicht sieht. Sie wissen schon, wie das geht. Ich markiere mit der Maus den Tabellenkopf, mache einen Doppelklick und dann wird die optimale Breite, so heißt das, erzeugt. Da ich jetzt weiß, dass möglicherweise Jan Ulrich noch mehr Platz braucht. Wo wohnt denn Jan Ulrich? Del Monte. Ich weiß nicht, ob das jetzt entweder Spanisch ist. Bitte, die Spanier unter Ihnen, seien Sie nicht ganz böse mit mir.
Ruta del Monte wohnt er und da wohnt er auch in der 42 zufällig, nicht? Und die haben beide die gleiche Postleitzahl und wohnen beide irgendwie in der City de Mallorca oder was weiß ich was. Das sind Datensätze. Herr Bohlen, das hat er, weiß er gar nicht, aber er ist nur ein Datensatz, ja? Und Herr Ulrich ist auch nur ein Datensatz. Das sind Datenfelder, das sind Datensätze. Ja, mehr brauchen wir ja nicht. Das werden Sie, wie gesagt, sagen, können wir auch auf dem Handy speichern, richtig. Aber wenn Sie denen jetzt mal einen Serienbrief schreiben wollen, vielleicht wollen Sie das mal. Will ich denen einen Serienbrief schreiben? Ist er in meiner Zielgruppe für Serienbriefe? Dann mache ich hier mal ein X. Ich vereinbare jetzt, ein X heißt, du kriegst einen Serienbrief. Wer kriegt denn keinen Serienbrief? Duis, Thomas Duis, kriegt keinen Serienbrief von uns. Wo wohnt denn der? Bismarckstraße wohnt der. Bismarckstraße 1 in 66111 Saarbrücken. Was brauchen wir noch? Dings, der wurde oft mit dem verwechselt, mit dem Thomas, nicht Thomas, das gibt's auch. Thomas, es gibt auch einen Thomas Dings übrigens. Naja, aber hier meinen wir, meinen mich mal, nicht? Ich wohne auch in der Bismarckstraße. Down füllt das hier unten aus. Das ist auch meine Adresse. Wir wohnen irgendwie zusammen. Hallo, Herr Kollege. Wir kriegen natürlich keine Serienbriefe. Wer kriegt denn noch einen Serienbrief? Sorglos. Susi kriegt natürlich einen Serienbrief. Susi. Die wohnt in der Hauptstraße 42 in 47717, was weiß ich was, irgendwo heißt der Ort, glaube ich, irgendwo. Und die kriegt dann wieder einen Serienbrief von uns, nicht? Möchte man noch mehr sich merken? Ja, vielleicht möchten wir uns noch merken eine Telefonnummer und eine Mailadresse, ja. Ich schneide das mal aus, Steuerung X und füge es hier wieder ein. Telefonnummer und E-Mail. Telefon, was ist denn das da? Spanien hat irgendwie, was, ich weiß es nicht, 47, behaupte ich mal. 1, 2, 3, 5, 5, 5 oder 4, 4, 4, ganz egal. Mail ist der dieter@bohlen.de. Ja, machen wir ein bisschen Platz hier wieder. Optimale Breite. So, Jan Ulrich hat eine ähnliche Nummer. Ich kopiere die mal gerade darunter. So, aber der hat natürlich 5, 4, 4, 3, 11, 21. Fahrradfreaks können vielleicht mit den Zahlen was anfangen. Kettenblätter, Übersetzung, keine Ahnung. So, der hat, das ist janu@bikespeed.com oder so. So, Thomas Duis hat, ja, da ist die Telefonnummer ja bekannt, 0681 96731, Durchfall 0. Ah, die E-Mail-Adresse, die verrate ich jetzt nicht, ne? So, und meine Telefonnummer ist die gleiche und meine Mail-Adresse ist manfred@iamthegreatest.us. Das ist, schreiben Sie die Adresse nicht an, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja, okay. So, sorglos, Susi, ja, die hat ja eine Telefonnummer, die hat 01234 gehabt. 5, 6, 7, 8, 9 war das, glaube ich. Ne? Verbessern Sie mich, falls es nicht stimmt. So, und das war susi@sorglos.de war das, glaube ich. Ne? Der hat mir hier die Adressen automatisch formatiert. Nur ja, das muss eigentlich nicht sein. Ich arbeite jetzt auch mal mit Formaten. Ich möchte mir nämlich aus bestimmten Gründen, sagen wir mal so, ich gönne mir jetzt mal so 100 Datensätze. Nicht? Ich gehe mal hier mit der Maus bis zur Zeile 101, dann sind es 100 echte Datensätze. Was würde man alles jetzt datentechnisch abgefahrener machen? Ich mache jetzt mal so ein ganz einfaches Verfahren. Ich sage, ich markiere mir das hier mal hellgelb, dann weiß ich, da sind meine Datenbankeinträge drin auf die Dauer und das hier würden wir dann vielleicht mal anders hinterlegen. Hintergrundfarbe, was können wir da nehmen? Dezentes Grau vielleicht. Und dann würden wir vielleicht die Datenfelder fett hinterlegen. Und das Ganze würde ich vielleicht, damit das jetzt nicht so
unstrukturiert da steht. Ich mache mal Steuerung Umschalt Ende. Da müsste ich eigentlich, naja, da bin ich nicht hier unten. Da bin ich nur da, wo das letzte echte Datum ist. Formate zählen hier für Kalk wohl nicht zu Daten, sondern machen wir mal für jedes Feld hier so ein Kästchen. Nicht? Die verschwinden, wenn ich die fülle, dann sind die vorgegebenen Kästchen weg. Das haben Sie schon gemerkt. Ja, wunderbar. Ne? Vielleicht möchten wir jetzt einen Titel haben. Sie wissen schon, wie man Spalten einfügt. Nicht? Haben wir mal gemacht. Spalten davor einfügen. Die sind jetzt leider nicht formatiert. Dann klicke ich mal hier hin. Kann man da eine ganze Spalte formatieren? Ich glaube, das geht nicht bei LibreOffice. Da macht das nicht. Format übertragen. Ja, das tut er nicht. Ne? Schade. Dann muss ich Folgendes machen. Dann gehe ich mal hier bis ganz unten. Hat er das jetzt bis ganz unten? Ich bin mir nicht hier. Ich habe Steuerung, Umschalt, Pfeil. Ah, das hat er zu weit gemacht. Wir müssen nur bis hier gehen. Ich kenne die Bedienung nicht so gut von dem Programm, merken Sie schon. Jetzt machen wir mal Format kopieren und dann machen wir da bis hier unten Format übertragen. Das ist jetzt nicht besonders professionell, was ich hier mache, aber es funktioniert. So, und dann nehmen wir da noch Titel. Wir brauchen hier einen Titel unbedingt. Nicht? Titel. Professor Doktor ist der Bohlen, ne? Glaube ich. Ne? Professor Doktor Ulrich Jahn ist wahrscheinlich nichts. Duis ist Professor. Hoppla. Ich bin Doktor, sagen jedenfalls die Leute, wenn ich mich vorstelle. Ja, ich bin Professor Dings. Minuten später sagen sie, ja, Herr Doktor Dings. Muss ich immer sagen, ich bin leider nicht promoviert. Aber Susi Sorglos ist promoviert. Natürlich ist die promoviert. Die hat einen Doktortitel. Susi Sorglos hat natürlich einen Doktortitel, klar. Wie könnte ich das vergessen? So, und was brauchen wir noch? Händel brauchen wir vielleicht noch. Ist Händel promoviert? Ich glaube nicht, ne? Händel ist nicht promoviert. Händel, Georg. Das ist am Tower 24 in, was hat denn London für eine Postleitzahl? Keine Ahnung, 10000 London. Und die Telefonnummer von Great Britain. Haben Sie die internationale Vorwahl? Die 43 ist es nicht. Ja, vielleicht die 41, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4 ist, glaube ich, die Vorwahl von London. Die Telefonnummer von Handy, die kenne ich natürlich. Ja, die kennen wir alle. 1, 4, 5. 1451 ist das, nicht? Hat der eine Mailadresse? Ich glaube schon, ne? Händel hatte doch eine Mailadresse. georgf@bassocontinuo ist es, glaube ich. bassocontinuo.uk, United Kingdom. Wollen wir dem auch einen Serienbrief schicken? Ja, wollen wir vielleicht, ne? So, das sind so eine Menge Adressdaten, die hätten wir nie und nimmer von Hand verwalten können. Ich speichere die mal. Adressdatenbank nenne ich das. Oder einfach Adressdatenbank. Ist sicher. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass diese Adressen, die zunächst mal die Feldbeschreibung oder die Feldtitel und dann natürlich die ganzen Daten unmittelbar wirklich in Spalte A und Zeile 1 beginnen, die Werte eigentlich erst in Zeile 2, aber die Titel in Zeile 1, damit hinterher der Writer das sofort erkennt. Wir wollen nämlich das Ganze ja mal für einen Serienbrief nutzen, da steht es schon, nicht? Das wäre sinnvoll, das so zu tun. Ich sprach vorhin von einer Flatfield-Datenbank, dass das ist. Vielleicht wollen wir diese Daten in einer anderen Tabelle nochmal nutzen. Wir können ja schnell mal Tabellen einfügen, vielleicht mal gleich zwei Stück oder so, sparen wir ein bisschen Arbeit. Diese Tabelle möchte ich mal, die wir gerade hier, oh, warum hat sich die da hingezogen? Das verstehe ich gar nicht. So, ich habe davor einfügen geklickt, ja, wollte ich nicht. Wollte die an erster Stelle haben. Die nenne ich mal Adressen. Dieses Sheet hier. Und vielleicht wollen wir hier auf der Tabelle auf die Dauer mal den Herrn Bohlen ansprechen. Und zwar nicht so, indem wir wieder Dieter Bohlen hier einschreiben. Nicht? Dann werden wir den nämlich nicht finden. Denn Dieter Bohlen gibt es hier nicht. Ne? Es gibt wohl Bohlen mit H und Dieter ohne H. Ja. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten... Also bei einer echten relationalen Datenbank, die also eindeutige Werte hat, wo alle Werte in sich konsistent sind, da würden wir die programmtechnisch miteinander verknüpfen können und wir würden jedem von denen hier, dem würden wir, ich mache eine neue Spalte, irgendwie einen Schlüssel zuweisen. Eine Spalte davor einfügen habe ich gemacht, damit er automatisch mir die schon formatiert. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gesehen. Jetzt kopiere ich einfach die vorhandenen Daten dahin. Und da sage ich jetzt einfach mal Adressenkürzel.
So, und wir verwalten das jetzt nicht mit Kundennummern oder irgendwie Adressennummern oder sonst was. Kundennummer, wir sind alle Nummern wegen der Computer, sonst hat es keinen Grund, nicht? Sondern ich sage mir mal, ich merke mir einfach immer von den Namen Dieter, die ersten drei Buchstaben und Bohlen. Und da nenne ich den dann Jan Ulr. Und den nenne ich To Dui. Und mich nenne ich Mann Dien. Und das ist Sus Sor. Das kann ich mir merken, nicht? Und wahrscheinlich sind unsere Daten dann konsistent. Es sei denn, wir würden eine Manuela Dinges uns erfinden. Manuela Dinges. Die hat keinen Titel, nicht? Und heißt Dinges Manuela. Am Staden 42. In 66111 Saarbrücken 0681111112, das ist manu@dings.com oder so. Die kriegt auch einen Serienbrief von uns. Ja, der hat mir natürlich jetzt ein Problem, ne? Dann haben wir Mandings und Mandingen zweimal, nicht? Schade, was machen wir da? Müssen wir uns irgendeine Konvention ausdenken, nicht? Also dann würden wir vielleicht sagen Manu. Also das sind jetzt so Kürzel, die Sie sich merken können, nicht? Mani oder Manfdin. Okay. Ja, lassen wir das mal so, wie es ist. Was vielleicht noch für einen Brief interessant wäre, wäre das Geschlecht. Dürfen wir das überhaupt speichern oder ist das zu privat? Spalten dann nach einfügen. Warum? Wegen der Anrede. Geschlecht. Wenn das hier, Bohl, der ist männlich, ne, glaube ich. Ulrich definitiv. Kollege Duis auch, meine Wenigkeit, ich weiß es manchmal nicht, aber ich glaube, da gehe ich noch als Mann durch. Ne, Susi natürlich nicht. Susi ist da eindeutig weiblich, klar. So, Händel war auch ein Er und Manu ist natürlich auch weiblich. In einem Serienbrief wollen wir eine Anrede. Herr oder Frau oder Herrn. Oder Frau, ja, da geht's schon los, nicht? Herrn Dieter Bohlen, sehr geehrter Herr Bohlen. Mhm, okay. Na, das wird noch tricky. Also auch hier füge ich jetzt einfach mal eine Spalte ein, die nenne ich dann Anrede. So, und die Anrede komponieren wir uns jetzt selber, nicht? Wir kennen ja schon viele Funktionen. Zum Beispiel die Funktion Wenn. Wissen Sie noch? Die wird uns hier gleich vorgeschlagen und zwar an erster Stelle. Da muss ich hier nur Enter drücken. Ich könnte auch Steuerung und Tab, dann würde ich mich hier durch die ganzen Möglichkeiten, die mir hier vorgeschlagen werden, durchklicken. Wenn irgendetwas der Fall ist, nämlich wenn in der Spalte J und der Zeile 2, da wo ich mich gerade befinde, der Wert steht M. Gleich M. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Dann schreibe Herrn oder Herr, sonst Frau. Das heißt, wenn da nichts steht, nehme ich automatisch an, dass die Frau, dass es weiblich ist. Was habe ich hier falsch gemacht? Wenn J2, also Doppelpunkt ist Quatsch, nicht? So adressiert man Zellen nicht. So, jetzt ist es richtig. Wenn Zelle J2 ein M enthält, dann ist es ein Herr. Wenn da jetzt ein P steht, ist es automatisch eine Frau. Oder wenn da nichts steht. Also ich habe jetzt mal das weibliche Geschlecht ein wenig bevorzugt. Das kopieren wir mal nach unten, nicht? Das ist eine schöne Formel. Steuerung U kopiert Formel nach unten. Ne, jetzt habe ich unterstrichen. Steuerung U ist auch falsch. Steuerung D ist richtig, genau. Müssen wir eigentlich bis ganz unten machen, die Formel. Nicht? Bis ganz unten. Wo irgendwann nochmal Datenwerte von mir erscheinen. Meine Konvention ist, das ist nicht sauber, aber ich mache das trotzdem so. Wo hier noch gelb hinterlegt ist, können noch Daten stehen. Und später könnte ich auch Daten einfügen, das ist kein Problem. Ja, aber da soll natürlich nur dann Frau stehen, wenn da überhaupt was steht. Ja, das haben wir das nicht beim letzten Mal schon gemacht. Wenn überhaupt irgendwas bei dem Namen steht. Also wenn jemand keinen Namen hat, dann gibt es ihn nicht. Aber wenn beim Namen nichts steht, soll auch hier nichts stehen. Sonst soll das da stehen. Wenn ist leer,
Wir verschachteln. Oh Gott, das wird jetzt hart für Sie. Bleiben Sie ganz tapfer. Wenn, Klammer auf, ist leer, das kennen wir schon. Was soll denn leer sein? Das hier. Ne? Wenn das leer ist, dann schreibe hier eine leere Zeichenkette zwischen zwei Anführungszeichen. Sonst macht dieses ganze Graffel. Und jetzt muss ich eigentlich noch eine schließende Klammer machen. Ich lasse das mal weg, die wird automatisch ergänzt. Und sehe, da es funktioniert. Denn das ist ja leer. Jetzt ziehe ich das Ding mal nach oben. Und hier sagt er, das ist nicht leer, der Name. Also kann ich das hier eintragen. Ja, so kann man sich Formeln schon mal vorkonfigurieren, auch wenn da noch gar nichts steht. Wenn da nichts steht, passiert auch nichts Schlimmes. Ich ziehe hier mit der Maus, also halten und dann einfach runterziehen. Jetzt ist das hier alles ausgefüllt, aber wir sehen nicht, dass es ausgefüllt ist. Erst wenn ich hier mal wieder was mache, ne, brauchen wir denn noch Müller. Da, Müller ist eine Frau, nicht? Müller Dieter ist eine Frau und lebt in der Nonnenwerther Straße mit TH, glaube ich, weiß ich nicht, in Köln. Die gibt es zufällig. Nonnenwerther, ich weiß es zufällig. Nonnenwerther Straße 22, sagen wir mal. Was hat denn Köln? Ich wusste das mal. Ich mache mal einfach 5, 6, 7, 8, 9. Das stimmt nicht. Köln ist ja egal. Hätten wir jetzt eine relationale Datenbank, müsste ich eigentlich hier nur die richtige Zahl eingeben. Da würde sofort Köln aufploppen. Der hat gar kein Telefon, der Dieter Müller. Der ist 97 und als der auf die Welt kam, gab es noch keine Telefone. Kein Witz. Ja, es gab ganz wenige Leute, die hatten ein Telefon. Aber er ist ja modern, er hat ein E-Mail. Er hat eine E-Mail, den Müller. @allesmüller oder was.de. So, der ist, ja, was ist denn der? Der ist schon männlich, ne? Ja, M, nicht? Und der kriegt aber von uns keinen Serienbrief. Ich meine, den lassen wir mal in Ruhe mit seinen 97. Der geht noch jeden Tag 2 Kilometer spazieren in Köln, da um den wie heißt der Weiher? Aachener Weiher, glaube ich, ne? Macht er jeden Tag. Ist total fit. Ja, der war früher auch mal Doktor für Molekulargenetik. So, und der heißt Diemühl. Diemühl ist das, nicht? Das ist unser Kürzel, Dieter Müller. Das werden wir später mal brauchen. Deswegen lege ich das jetzt schon an, weil ich später weiß, ich möchte einfach mal eintragen, was hat mir denn der Diemühl bezahlt für meine letzte Stunde? Ja, dann gebe ich einen Diemühl, dann steht der Name Dr. Dieter Müller oder sonst was und dann steht da 49,99 €. Deswegen machen wir das, damit wir da schnell drauf zugreifen und uns nicht irgendeinen Namen ausdenken. Nicht? Also Müller, Dieter mit TH könnten wir ja schreiben. Aus Gründen der Datenkonsistenz machen wir das. Also eine echte Datenbank wird das besser machen. Das ist eine sogenannte Flat-Field-Datenbank. Die kann das noch nicht so gut. Einige von denen haben Sie jetzt in Ihrem Unterricht. Das möchten Sie auch wissen. Hat der bei mir irgendwie Unterricht? Ne? Jetzt machen wir mal Spalten davor einfügen. Am besten gleich mehrere. Das ging doch vorher noch. Wurde ich jetzt gar nicht gefragt, wie das geht. Und da Sie ja 2 Instrumente unterrichten, Instrument 1 und Instrument 2, ah, Sie unterrichten noch 4, Sie unterrichten 7 verschiedene Instrumente, nicht, sonst können Sie gar nicht überleben. Welche sind das denn alle? Ja, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wenn jemand irgendein Instrument bei Ihnen belegt, dann ist das Ihr Schüler. So definieren wir das jetzt. Nicht der Dieter Bohlen, der hat bei Ihnen, glaube ich, was hat denn der Orgel, hat der Kirchenorgel. Sie spielen zwar selber nicht Kirchenorgel, aber für einen Bohlen reicht es, sagen Sie. Ne? So, Jan Ulrich, der spielt kein Instrument. Nee. Ne? So, Thomas Dui spielt, glaube ich, Klavier. Nicht? Okay, ein gelehriger Schüler. Ich spiele natürlich auch nicht so klar. Ich habe ja Hauptfach Triangel und Mundharmonika. Okay. Sprengt so ein bisschen den Rahmen hier. Okay. So, Susi Sorglos spielt Violine. Oh, die spielt traumhaft gut. Violine, die ist die geborene Geigerin. Aber die Eltern haben gesagt, lern du mal was Vernünftiges, studier du mal bildende Kunst. So, Georg Friedrich Händel spielt ein Instrument. Mal hat Orgel, glaube ich, gespielt, Cembalo. Ach, der hat alles Mögliche gespielt. Orgel nimmt er bei Ihnen noch und Cembalo nimmt er auch bei Ihnen. Ne? So, Manu Dinges. Ja, ab und zu will die mal Gesangsunterricht haben. Deswegen tragen wir sie mal unter Instrument 2 ein.
Das ist nämlich, die macht das nicht so intensiv. Sonst würden wir so unter 1 eintragen. Nicht? 2 ist so das Nebeninstrument, was sie jemandem unterrichten. Manche von ihnen haben tatsächlich 2 Fächer, nicht? Und manche haben nur eines. So, und Dieter Müller auf seine alten Tage singt der immer noch im Chor und deswegen nimmt er bei ihnen auch ein bisschen Gesangsunterricht. Der Chorleiter sagt ja immer, den würde ich ja jetzt rausschmeißen, aber leider ist es ein Tenor. Nicht? Und mit 94 als Tenor werfen sie niemanden raus. Sie möchten jetzt wissen, ist Jan Ulrich mein Schüler? Ist der Schüler bei mir? Hat er den Status Schüler? Da können Sie jetzt eintragen, nein. Nicht? Oder lassen das offen. Oder bei mir, bei Herrn Bohlen wissen Sie ja, der ist Schüler. Tragen Sie ein X ein. Das können Sie jetzt bei allen 96 Datensätzen von Hand machen. Naja, wir wären ja jetzt hier nicht am Computer, wenn wir Ihnen das nicht ausrechnen lassen würden. Also von Hand ging es wahrscheinlich genauso schnell. Aber es könnte ja sein, dass irgendwann eines guten Tages mal der bei Ihnen kündigt und dann vergessen Sie ihn hier auszutragen und dann wird er immer noch weiter als Schüler geführt. Nicht? Also das Instrument haben Sie rausgenommen, aber da haben Sie es vergessen. Wir machen mal Folgendes. Wir sagen, wenn da und da was steht, dann ist es hier Schüler. Nein, wir machen es anders. Wir sagen, wenn da und da nichts steht, dann ist es nicht Ihr Schüler. Oh Gott, kommen Sie damit? Ich denke, die Formel ist einfach. Ich kenne jetzt nur die Formel ist leer. Nicht? Wenn, oder überhaupt ist leer, fragen wir erstmal. Ist leer, das hier, ne, das hier. Und wieso fällt das hier? Ach, ich habe das Gleichheitszeichen vergessen, um Gottes Willen. Also Funktionen können wir nur aufrufen, wenn wir dann Gleichheitszeichen haben. Ist leer. Wo haben wir denn ist leer? Ich gebe nochmal ein L ein, dann müsste es gleich kommen. Ist leer, da haben wir es schon. Nicht? Das ist dieser Assistent und der möchte ein Argument haben. Das ist auch sehr schön. Ist leer, das hier, J3 ist es, ne? Ja, es ist leer, nicht? Wenn das leer ist, könnte es sein, dass es gar nicht Ihr Schüler ist, der Herr Ulrich. Dann muss das aber auch leer sein. Da gibt es die Formel und. Ich kopiere hier mal das ist leer. Man kann alles in jedem Eingabefeld kann man kopieren. Ne? Markieren, Umschalt Ende, Steuerung C. Und jetzt sage ich hier und. Und heißt, beides muss erfüllt sein. Und ist leer, J3. Und ist leer, was ist es, nicht J, sondern K3. Und wenn beides erfüllt ist, wir müssen eigentlich noch eine schließende Klammer eingeben, könnte man auch lassen, aber ist besser. Schauen Sie mal, die fette Klammer da außen, alles ist in Ordnung. So, fragen wir uns mal, was passiert jetzt? Wenn J leer ist und K leer ist, dann gilt für beide, sie sind leer. Und die Unverknüpfung sagt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann gehe ich mal davon aus, dass alles richtig ist. Wahr. Ja, was heißt und? Und heißt, wenn das und das ist, dann ist das Ergebnis einer Unverknüpfung das. Wenn das und das ist, dann ist das Ergebnis der Unverknüpfung falsch. Wenn das und das ist, ist das Ergebnis der Unverknüpfung falsch. Wenn da gar nichts steht, ist das Ergebnis der Unverknüpfung auch falsch. Also die Unverknüpfung sagt nur, ja, das stimmt, das ist wahr, wenn beide Bedingungen erfüllt ist. Und die Bedingung war in beiden Fällen diejenige, hier darf nichts stehen. Wenn hier was steht, dreht sich das Ganze um. Also wenn hier nichts steht, dann ist es wahr, dass da nichts steht. Das ist jetzt die Konsequenz. Da dreht sich jetzt was bei Ihnen im Kopf. Ne? Ich kann das jetzt mal hier kopieren nach oben. Das sind relative Bezüge und dann sehen wir, es ist falsch, dass in beiden Tabellen Spalten nichts steht. Und hier ist es auch falsch, Steuerung unten, dass in beiden, unterstrichen habe ich gemacht, Steuerung down. Hier ist es überall falsch, dass in beiden Fällen nichts steht. Und wenn jetzt Manuela Ding ist, jetzt irgendwann sagt, ich möchte keinen Gesangsunterricht mehr, dann ist sie nicht mehr ihre Schülerin, dann ist es wahr, dass sie nicht ihre Schülerin ist. Also hier steht eigentlich nicht, dass ihre Schüler sind, sondern da steht, dass es nicht ihre Schüler sind. Wenn wahr ist, dann sind sie nicht ihre Schüler. Deswegen drehen wir das Ganze jetzt mal um und sagen, wie können wir das denn machen? Wir sagen, wir negieren das. Wir sagen nicht das. So, und jetzt ist Herr Bohlen ihr Schüler. Wir sagen, wenn nicht ist, dass das leer ist. Ja? Bei Ihnen raucht schon der Kopf, ne? So, das ist jetzt Ihr Schüler, das ist nicht Ihr Schüler, das ist 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 Ihr Schüler.
Vielleicht wollen wir das mal irgendwann wissen. Nicht? Und das Ganze, ja, jetzt wird's aber hart. Nicht? Jetzt passen Sie mal auf, was ich jetzt mache. Jetzt gehe ich mal hier runter bis unten und fülle das Ganze wieder aus. Was wird dann passieren? Steuerung D. Da wird jetzt überall sagen, da steht nichts und das ist auch alles falsch. Du bist nicht mein Schüler, obwohl es dich gar nicht gibt. Jetzt müssen wir eigentlich das Ganze wieder einpacken und sagen, wenn nicht ist, nein. Ja, genau. Wenn, ich habe die Formel gerade kopiert, ist leer, was denn? Ja, der Name, nicht? Auf den kommt es immer wieder an. Wenn ist leer, diese Zelle, wenn da nichts steht, dann heißt das, gebe bitte nichts aus. Sonst macht dieses ganze Graffel von gerade. So, und das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt bis unten gehe und sage, ausführen bis unten, dann ist an allen leeren Feldern, da wird das Ganze ignoriert. So, das müssen wir mal zurücklehnen und das genießen. Wenn bei C2 nichts steht, dann gib das aus und vergesse alles, was da steht. Wenn das aber nicht stimmt, wenn das gar nicht leer ist, C2, ja, dann guck doch mal, ob J2 leer ist und ob K2 leer ist. Sind sie beide leer? Dann frag doch mal, und ist es so? Und da leer und da ist auch leer. Dann ist das Ergebnis der Unverknüpfung, wenn in beiden Fällen das leer ist, dann kommt dabei wahr heraus. Ein Wahrheitswert, positiv. Ja, wahr. Und dann sagen sie, nee, das ist nicht wahr. Wenn beide leer ist, ist nichts wahr. Ist es nicht wahr? Was ist denn dann nicht wahr? Die Eigenschaft, du bist mein Schüler. Wenn jetzt bei J2 was steht, dann ist es nicht leer. Und die Eigenschaft ist leer, wird also negativ. Die Verknüpfung und wird dann aber auch negativ. Die bleibt negativ. Das heißt, du bist nicht leer. Das heißt, wenn ich das verknüpfe, bist du mein Schüler. Und wenn beides leer ist, dann eben nicht. Ja? Das ist jetzt dieses ganze Graffel. Und das nur, damit da wahr oder falsch steht. Wollen wir das noch abgefahrener machen? Vielleicht wollen Sie ja gar nicht hier wahr und falsch lesen. Sie wollen einfach nur so ein Kreuz da lesen, nicht? Hier sagt er, das ist das Ergebnis dieser Negation nicht. Und jetzt sage ich, wenn das alles nicht ist, wenn das alles nicht wahr ist, dann sage X und sonst sage nichts. Wenn er, ich möchte einfach, dass dann X steht und das macht er jetzt. Wenn das alles nicht wahr ist, dann sagt er X. Wenn es wahr ist, dann sagt er gar nichts. Also X sagt er, wenn die beiden nicht leer sind. Das füllen wir wieder nach unten aus. Hier unten passiert gar nichts und da oben, wo was steht, sagt er, du bist mein Schüler, X. Du bist nicht mein Schüler. Manu ist jetzt auch nicht mehr meine Schülerin. Andererseits, ach Manu, komm doch einfach wieder nächste Woche. Es war doch immer so schön, wenn du gesungen hast. So, das ist doch prima. Ne? So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Schüler habe ich denn hier? Könnte ich mir ausrechnen lassen. Machen wir heute nicht. So, das war jetzt schon harte Kost. Aber wenn das jetzt harte Kost war, jetzt wird es gleich richtig hart. Jetzt wird es gleich richtig hart. Also erstmal blende ich mir jetzt mal so ein paar Zeilen aus. Ich lasse nur noch das stehen, was ich gerade brauche. Und was brauche ich nicht? Das hier. Zellen ausblenden. Kann man das machen? Spalten ausblenden. So, die sind immer noch da, aber alles zwischen Spalte G und zwischen Spalte M sehe ich nicht. Den Serienbrief müsste ich eigentlich auch nicht sehen. Spalte ausblenden. Und jetzt mache ich mir hier eine neue Spalte hin. Ich kopiere erstmal diese Spalte und dann machen wir die. Ja, was ist mein Ziel? Also mein Ziel ist jetzt, ich möchte gerne in meinen Brief oder mein Briefformular, wir können mal den Writer starten. Wir haben uns doch so eine Briefvorlage gebaut, wissen Sie noch? Datei, neu aus Vorlage. Wo war unser Brief? Da war er, ne? Ich möchte gerne hier einfach durch eine Kopieraktion die Adresse von Dieter Bohlen bekommen. Professor Dr. Dieter Bohlen am Ballermann so und so viel in Mallorca. So, das kann ich jetzt hier aber nicht machen. Ich kann natürlich machen, Titel, Name, Vorname, Straße, kopieren,
Und dann, na, das war das falsche Dokument. Da ist unser Briefdokument. Wenn ich das jetzt einfüge, gibt das hier so ein Geraffel. Nicht? Da fügt mir das jetzt so als Tabellendatensatz ein. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Ich möchte gerne, dass das hier so aufgearbeitet ist, dass ich mit einem einzigen Klick hier habe, Titel, Name, Vorname oder Vorname, Name vielmehr und dann Anrede, Titel, Name, Vorname, Straße, Hausnummer und Postleitzahl, Stadt. Ich möchte mir jetzt ein Feld basteln, in dem das drin steht, nämlich Herrn Professor Doktor, neue Zeile, Dieter Bohlen, neue Zeile, am Ballermann 42, neue Zeile, 4711 Mallorca. Ich muss mir das jetzt mal zusammen komponieren. Ich mache das mal hier erstmal. Das soll sein gleich Anrede, Herr, und das machen wir mal hinsichtlich der Spalte, absolut, können sich noch erinnern. Nee, hinsichtlich, was machen wir das denn absolut? Ja, hinsichtlich der Spalte. Ich möchte mich jetzt immer auf die Spalte, Herr, hoppla. Absoluter Bezug machen wir mit dem Dollarzeichen, können Sie sich erinnern. Jetzt habe ich hier Herr Dieter Bohlen. Vielleicht möchte ich aber jetzt sagen, im Brief Herrn Dieter Bohlen. Dann sage ich, wenn, ja wann denn, wenn das Geschlecht, das was in der Spalte M absolut steht, M, wenn das ist gleich, was denn, M wie männlich, dann nehme das, was dabei O2 steht und verknüpfe es, Sie wissen noch, wie das geht, mit dem Ampersand, dem kaufmännischen und mit einem N. Und jetzt haben wir hier Herrn Dieter Bohlen. Wenn das natürlich eine Frau ist, dann soll er einfach nur sagen, das hier. O2, absolut wieder adressiert. Und ohne ein N, denn Frauen wäre jetzt irgendwie ein schöner Dativ, aber macht man ja so nicht. Stimmt das jetzt? Ich fülle das mal unten aus. Herrn, 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 Frau, Frau, Herrn, Herrn. Jetzt haben wir eine schöne Anrede. So, was soll dann kommen? Dann kommt der Titel, oder eine neue Zeile kommt dann. Wie macht man eine neue Zeile? Das geht eigentlich gar nicht, das funktioniert nicht. Ne? Wie soll das gehen? Obwohl, also, es gibt die Möglichkeit, eine Zeilenschaltung ans ganz normales Zeichen darzustellen. Die Zeilenschaltung hat den ASCII-Code American, was ist das? American Standard of Computer ASCII, ich weiß es nicht genau. Also die Art und Weise, wie man standardmäßig Zeichen darstellt, da gibt es einen Code und der Code, die Zahl, welche eine Zeilenschaltung erzeugt, ist die schöne Zahl 10. Und Sie können jetzt mit Kalk sagen, ich habe eine Funktion, die heißt Zeichen. Da ist sie schon. Zeichen von was? Von dem da unten. Zeichen von dem da unten, da sehen Sie gar nichts. Ne? Aber wir können ja mal Zeichen von 42 machen. Das ist der Genderstern, sehen Sie? Da haben Sie wieder was gelernt heute. Der Genderstern hat den ASCII-Code 42. Wenn ich sage Zeichen 42, sehen Sie diesen Stern. Wenn ich sage Zeichen 10, sehen Sie nichts. Weil das ist ein nicht druckbares Zeichen. Aber dieses nicht druckbare Zeichen wird einen Zeilenvorschub erzeugen. Das machen wir jetzt mal. Wir sagen, dieses ganze Geraffel, nämlich welche Anrede brauche ich denn, verknüpfe ich Ampersand als Zeichen, Zeichenverkettung, mit der Funktion Zeichen von Zeilenumschaltung. Und jetzt stellen Sie fest, wenn ich hier sage, optimale Zeilenhöhe, hat er hier eine neue Zeile gemacht. Kann ich das wieder zurücknehmen? Ja, kann ich schon. Ne? Das habe ich leider auch die Formel zurückgenommen. Das war jetzt blöd. Kriege ich die nochmal? Steuerung Z? Ah ja, nee. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Jetzt ist alles kaputt. Egal, das haben wir ja schnell wieder eingegeben. Und Zeichen von ASCII-Code 10. Nee, jetzt habe ich richtig was kaputt gemacht. Ach so, ja, nee. Ich habe jetzt nur versteckt. Ja, das Herrn ist noch da. Also wir machen jetzt doch mal hier die optimale Zeilenhöhe. Dann sehen wir das. So, und was soll in der nächsten Zeile denn stehen? Da soll stehen, Dieter, also der Name ist gleich Dieter und Leerzeichen.
Und, also Verknüpfung, Ampersand, Verkettung, Boolean. Haben wir jetzt den Titel? Den Titel haben wir nicht, ne? Das Ganze adressiere ich wieder absolut hinsichtlich der Spalten. Haben wir das da auch absolut adressiert überall? Ja, das haben wir nirgendwo vergessen. Warum absolut? Wenn ich das jetzt mal irgendwann irgendwo hinkopiere, nicht, dann möchte ich, dass immer noch der Bezug absolut auf diese Zeichen ist und sich nicht nach rechts oder links verschiebt. Das haben wir beim letzten Mal kurz gesehen, wie das geht. So, wir brauchen noch die Anrede. Aber es hat nicht jeder eine Anrede, ne? Muss ich wieder fragen, wenn, das ist gleich, wenn, ist leer, was denn die Anrede? Und zwar in der Spalte B, nicht in der Zeile, aber in der Spalte B. Wenn das leer ist, dann tue nichts. Sonst nehme dir diese Spalte B$2, ich tippe das jetzt mal direkt ein, und verknüpfe sie mit einem Leerzeichen, umrühren, fertig. Was habe ich hier falsch gemacht? Wenn ist leer, ah, da fehlt ja das hier, ne? Das ist ja, muss ja eine Klammer zu. Wenn das leer ist, dann, immer noch ein Fehler. Wenn ist leer B2, gebe nichts aus, sonst B2 und verknüpfe es, da habe ich es vergessen, mit dem Leerzeichen. Und jetzt sehen wir, stellen wir fest, das ist ein Professor Doktor, ne? Fülle das mal nach unten aus. Was ist denn jetzt los? Aha, was habe ich denn da falsch gemacht? Sie haben das längst gemerkt, ne? Ich bin wieder der Einzige, der es nicht gemerkt hat. Oh je. Der absolute Bezug hier ist natürlich Quatsch. Der muss sich ja auf die Spalte beziehen, nicht auf die Zeile, auf die Spalte. Also das Dollarzeichen muss hier hin. Und da natürlich genauso. Das Dollarzeichen muss dorthin. Wenn ich das jetzt nach unten ausfülle, ah, da sollte es stimmen. So, jetzt steht ja kein Titel. Und dann lässt das auch offen. Hier steht jetzt der Titel und jetzt müsste dahinter auch ein Leerzeichen sein. Wahrscheinlich ist das so, ne? So, und jetzt sage ich mal, das sind meine Hilfszeilen. Ich werde jetzt Folgendes tun. Erstmal drehe ich die beiden Zeilen um. Also, ich könnte den ja mal hier rüberziehen. So herum, nicht? Das ist vielleicht etwas übersichtlicher für uns. Was soll denn zuerst kommen? Erst soll kommen Herrn, dann diese Zeilenschaltung und dann verknüpfe ich das mit dem Ergebnis der Zelle S, vielleicht absolut S, die Spalte S mit Zeile 2. Was habe ich denn da falsch gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Er hat es aber schön korrigiert. Herrn Professor Doktor. So, damit nicht genug. Das verknüpfe ich dann auch noch. Das Leerzeichen habe ich ja schon eingepreist. Mit T, da dürfte das gestanden haben, der Name, Vorname. Und wieder 2. Immer noch falsch. Professor Doktor, was ist denn jetzt da rausgekommen? Ja, Dieter Bohlen, das wollten wir haben. Nicht? Professor Dr. Dieter Bohlen. Das kopiere ich mal nach unten. Können Sie mir noch folgen? Wieso klappt es jetzt hier nicht? Ah, weil ich das ja nicht gemacht habe. Ne? Da habe ich irgendwie vergessen, das hier auszufüllen. Ja, habe ich vergessen. So, Herrn Jan Ulrich, da gibt es keinen Titel, da ist das leer geblieben. Und da hat er das dann da dran geheftet und so weiter. Nicht? Und jetzt kommt eine Zeilenschaltung. Wie ging das noch? Und Zeichen von ASCII-Code 10. Und das füllen wir auch nach unten aus. Jetzt sind wir noch größer geworden, denn hier ist jetzt die Zeile, wo Straße und Ort steht und Postleitzahl. Das heißt, da sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Ne? Jetzt geben wir hier noch ein, das mache ich mal direkt hier, das ist deutlicher, im Eingabefeld und Straße, also das hier, wobei ich aber gerne möchte, dass die Spalte absolut bleibt und die Zeile nicht unbedingt. Straße und verknüpft, habe ich das unter, ja, und Leerzeichen und Postleitzahl. Auch da bin ich wieder der Meinung, dass, muss ich da reingehen? Das greift da jetzt irgendwie nicht. Und, ach, das und, ja, das war schon ein Fehler in der Formel, schade auch, ne? So, und dann soll das F absolut bleiben, die 2 natürlich nicht. So, Postleitzahl und
Das muss ja eine Zeile tiefer, die Postleitzahl, nicht? Das muss ja nicht mehr in diese Zeile hinein. Was haben wir gemacht? F ist, wo ist denn die Straße? Das ist E, genau. Und nach der Straße kommt wieder Zeichen 10, nicht? Dann da kommt eine neue Zeile und Zeichen von ASCII-Code 10. So, und dann kommt Postleitzahl verknüpft mit und, verknüpft mit Leerzeichen, verknüpft mit Ort. Wobei ich gerne es hätte, dass der Ort wieder absolut adressiert wird hinsichtlich der Spalte. Klammer zu, umrühren. Schutzbrille aufsetzen, anschnallen. Das war ein Fehler. Na, da hat er automatisch korrekt korrigiert. Am Ballermann 42 4711 Mallorca. Gut, dass wir die Schutzbrille auf hatten, aber es ist am Ende nichts passiert. Nicht? Das fülle ich mal unten aus. Ne, nicht unterstreichen, unten ausfüllen. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir hier reingehen und sagen, ich kopiere hier mal diese Zelle. Ne? Nicht die Formel, ich gehe einfach Steuerung C. Jetzt gehe ich in meinen Brief hinein, Steuerung V und dann habe ich meine Briefadresse. Schneller geht es nicht. Das hat jetzt mit dem Serienbrief nichts zu tun, aber wenn Sie im Alltag mal einen Fanbrief an Herrn Professor Dr. Dieter Bohlen schreiben wollen, dann würden Sie das so machen, nicht? Oder wenn Sie einen Liebesbrief an Susi Sorglos oder Manuela Dinges, wo ist denn so, oder einen Liebesbrief an, na, mich bitte nicht, an Herrn Ulrich. Ja, Sie sind Fan von Herrn Ulrich, Steuerung C, dann mache ich das ganze Raffel hier wieder weg und füge jetzt hier Herrn Jan Ulrich ein. Wunderbar. Lieber Jan, bitte schick mir ein Autogramm. Ich bin dir auch nicht gram, obwohl du gedopt hast. Kriegen Sie bestimmt eine Antwort. Ja? Das heißt, wir können jetzt uns eine Briefvorlage basteln und wenn wir diese Art von Datenbank haben, können wir mit einer einzigen Bewegung das übertragen. Da müssen wir also nicht abschreiben, auswendig lernen. Das war der Sinn der Übung. So, und dieses Ding hier, das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier rüber. Oder das kopiere ich mir rüber und hoffentlich stimmt jetzt noch alles. Warum stimmt das jetzt noch? Ja, weil ich die Spalten absolut adressiert habe. Da sagt also, ich meine immer diese Spalte hier. Bei den Zeilen hingegen habe ich keine absolute Adresse. Wenn ich das jetzt nach unten ausfülle, wird sich immer auf die jeweilige Zeile bezogen. Die Zeile ändert sich in der Formel, die Spalte hingegen nicht. Das ist eine Monsterformel. Ich habe die auch gerne mal, genau diese Formel, ich sollte sie richtig formatieren. Diese Formel habe ich auch gerne früher oder tue es immer noch direkt in eine einzelne Zeile gegossen. Nicht? Das sind ja jetzt hier nur Hilfszeilen. Das heißt, diese ganze Spalte lösche ich mal, die brauchen wir gar nicht mehr. Das sind nur Hilfskonstrukte. Das ist leer und das blende ich dann mal aus. Das will ich im Alltag gar nicht sehen. Spalten nicht ausblenden, nicht löschen, das gibt ein Problem, so einfach nur ausblenden. Alternativ müssten Sie diese ganze Formel hier, die jetzt in den ausgeblendeten Spalten steht, nicht also mit diesen Hilfsspalten komponieren, sondern direkt. Das, dann wird es eine Monsterformel geben. Wie gesagt, ich liebe solche Monsterformeln, aber da einen Fehler zu entdecken, wird dann immer schwerer. Damit Sie noch halbwegs den Durchblick haben, habe ich das jetzt mal so gemacht. Morgen versteht man das sowieso nicht mehr. Ne? Und das Ganze nenne ich Briefadresse, um dem Ding einen Namen zu geben. Damit haben wir eine schöne Adressdatenbank, mit der man auch tatsächlich arbeiten kann. Harte Kost war das heute. Beim nächsten Mal sehen wir dann, was man noch weiter anstellen kann mit dieser Datenbank. Schauen Sie dann auch wieder vorbei.